meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman64 mit einer weiteren Folge Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Folge 47. Es geht weiter mit den Kommentaren zum Let's Play Herrscher der Meere. Diesmal Folge 11 und folgende. Ich hoffe, wir kommen bis zur Folge 25 durch, diese ungefähr. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die aktuellste ist Folge 26, ist gerade vor ein paar Tagen hochgeladen worden. Folge 11, Let's Play Herrscher der Meere. Was haben wir hier? 8 Kommentare. Zack, steigen wir gleich mal rein. So, von Deinser. Dieser Part sieht auch schon besser aus als der letzte. Weiß jetzt nicht, ob er sich auf das Gameplay oder auf die Videoqualität bezieht, aber die Videoqualität ist eigentlich überall dieselbe. Es ist, glaube ich, jetzt der erste Part mit In-Game-Sound, dass der endlich dabei ist. Epic Film Music ermuntert mich hier. Mach sie fertig, Dutchman. Wie auch immer, einfach amüsant kommentiert. Danke dafür. Danke für die schöne Morgenunterhaltung. Dutchman-Niveau ist schön gehoben. Ja, hoffe ich auch, dass das so bleibt. Und wenn möglich, werde ich, denke ich mal, auch immer versuchen, zumindest solche kurzen Folgen immer früh für euch zum Anschauen bereit zu haben. Sprich, dass ich sie also in den frühen Morgenstunden hochlade. Und dann halt in den frühen Morgenstunden beziehungsweise am Vormittag der Upload abgeschlossen ist, sodass ihr das eben halt möglichst früh am Tag schon schauen könnt. Wird nicht immer so hinhauen, alleine wegen meiner Arbeitszeiten. Ne? Ihr wisst ja, ich arbeite Schicht. Und das eben rund um die Uhr. Da sind also auch mal Nacht- und Spätschichten dabei. Er bittet darum, dieses LP noch länger erleben zu dürfen. Ja, weitere 15 Folgen sind ja schon oben. Und ich denke mal, das wird auch noch weitergehen. Ja. Aragorn26, Ara fragt hier, gibt es das Spiel noch für neuere PCs und wenn ja, wo? Für neuere PCs weiß ich nicht, was die Frage soll. Das Ding läuft auf fast jedem PC, den es heute noch gibt. Ne? Systemanforderungen damals, CPU 80386 mit, ich glaube, 20 oder 30 MHz Prozessortakt. Ja? VGA-Grafik 640x480, 1 MB RAM und damit lief das Ding. Ja. Auf aktuellen Rechnern sollte das Ding mit dem Emulator DOSBox laufen. Kein Problem. Im Handel ist es wahrscheinlich nicht mehr erhältlich, dazu ist es einfach zu alt, aber auf eBay gibt es das vielleicht noch. Hat hier auch er nochmal bestätigt, hat es bei eBay gefunden. Also, wer es haben will, kann sich da mal umschauen. Vielleicht auch noch Amazon gebraucht oder sowas. Ja. Ein aktuelles, recht ähnliches Spiel ist East India Company. Das werde ich dann, glaube ich, auch nochmal vorstellen. Nicht nur das Szenario ist ähnlich, sondern auch so die Spielmechanik, dass man halt mit Segelschiffen umherfährt und in den Städten, die es auf der Welt gibt, dann Plantagen baut, damit man Waren erwirtschaftet, dadurch dann wieder und so weiter. Aktuelle Version, beziehungsweise aktuelle Fassung des Themas. Es ist nicht vom selben Hersteller. Es ist auch ein bisschen anders angelegt, damit den Kämpfen der Schiffe ist es anders. Es ist Echtzeit. Ja, nicht so schön wie bei Herrscher der Meere, dass man sich da Zeit nehmen kann für seine Spielzüge und immer benachrichtigt wird, wenn mal was los ist. Aber ich denke mal, East India Company werde ich euch zumindest in der Demo mal vorstellen. Ja. Kleiner Skater meldet sich hier wieder, hat eine tolle Idee, die ihm gerade eingefallen ist. Eine Vorlesestunde Let's Showplay. Wenn ich eine Serie reingelesen oder so mache. Nebenbei ein Kaminfeuerakustik. Gronk hat's gemacht, Let's Read genannt. Ist so eine Sache. Werde ich, glaube ich, ganz gerne immer mal wieder öfter machen, aber dann eben im Minecraft Let's Showplay. Dass das ein bisschen schön noch so den Untergrund
Charakter hat. Direkt Let's Read würde ich es dann nicht titulieren, weil es, denke ich mal, auch so eine Ausnahme sein soll. Zum Beispiel halt, wenn ich die Bausessions mache, wie gerade eben am Günther von Leuchtturm, da wird es ja auch noch weitere Ecken geben, wo ich in diesem Stil dann halt im Zeitraffer die Aufnahmen mache und dann dazu nachher frei einen Text nachkommentiere. Und das kann dann eben auch zum Beispiel nochmal was Vorgelesenes sein. Da werde ich auch immer mal gucken, ob ich da was Passendes finde. Das letzte Mal die Geschichte vom Piloten Pirks, Pirks erzählt von Stanislaw Lem. Die ist ja sehr gut angekommen. Der Vorteil war halt, dass da nur der Erzähler ist und keine wörtliche Rede drin vorkommt, sodass ich also die Stimme nicht verstellen brauchte. Mal sehen, ob ich sowas nochmal finde. Und dann wird das sicherlich wieder vorkommen, wenn dann eben aber im Let's Showplay Minecraft. Ja, und so ein bisschen unter falscher Flagge. Na, so als bin ja schließlich ein Geheimtipp, auch als Let's Player und diesem Status, diesem Image will ich mich natürlich verpflichten. Ja, nee. Ja, wie gesagt, wird es in Zukunft sicherlich nochmal was geben. Als du diesen Kommentar geschrieben hast, gab es das die Bausession mit der Vorlesestunde von Pirks erzählt noch nicht. Aber da wird es in Zukunft im Minecraft Let's Showplay immer mal wieder was geben. In den Bausessions, denke ich mir, da werde ich noch öfter was vorlesen. Hongs for Amiga freut sich hier. Ja, über den Abschluss, den Cliffhanger. To be continued. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, das immer hinten ranzuhängen, so als ein Abspann. Ne? Aber hier, ja, der Cliffhanger hier war Absicht, passte natürlich auch gerade so von der Zeit her. Werde ich bei den kurzen Spielen, beziehungsweise den Spielen, die ich so in klassischer Länge Let's Play, sprich Viertelstunden Folgen, werde ich das, denke ich mal, öfter machen, besonders wenn es sich so wie hier so schön anbietet. Ja. Weiter geht's, nächste Folge, Folge 12. Zack. So, da haben wir einen neuen Heimathafen erobert, aber mit den Franzosen liegen wir noch im Clinch. Ja. Weiter geht's, ein Kommentar, das macht die Sache diesmal einfach. Tolle Folge, dickes Danke. Er hat die ganze Zeit darauf gewartet, Viktor, dass ich in den Hafen einlaufe. Und jetzt muss er halt noch ein bisschen länger warten. Ja, aber Let's Play gefällt ihm soweit sehr gut, hebt sich von den anderen zum Positiven ab, freut mich. War auch beabsichtigt, dass ich mich da positiv abhebe von anderen. Und er findet das auch irgendwie gut, dass ich euch immer so ein bisschen auf die Folter spanne, denn so seid ihr beim nächsten Mal ganz bestimmt wieder dabei. Ja, der gute alte Cliffhanger, er funktioniert, ne? Man kann sagen, was man will, aber er funktioniert. Wir waren ja, müssen ja jetzt weiter bei Folge 13. Ich war ja gar nicht extra in den Kommentaren drin. Macht der Gewohnheit. Folge 13. Angriff auf Portsmouth. Ja, wird es mir gelingen, meinen Heimathafen wieder zu erobern? Der war ja von Piraten besetzt. Und was haben wir hier? Askalter sagt ihr einfach, toller Part, danke. Und Basti 14 meldet sich ja auch wieder mal zu Wort. Nicht nur Meister der Überlänge, sondern auch der Herrscher der Meere. Ihm gefällt das Spiel. Danke. Deswegen Let's Play ich es ja auch. Milo Works, Mann, du brauchst echt mehr Views. Ja, hätte ich nichts dagegen. Hätte ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Wenn das mehr wäre. Schauen wir mal, was sich da noch entwickelt und schauen wir mal vielleicht, was ihr dazu tun könnt. Ich bin schon eine ganze Weile am Überlegen, so eine Art Kanaltrailer zu machen. Mal ein richtig schönes Video, richtig schön mit Effekten mal wieder gearbeitet und Musik richtig passend, dass das richtig episch reinknallt und dann da so mal ein bisschen vorzustellen, zu zeigen, was ich mir für den Herbst und Winter und Spätsommer
so auf der Liste habe, was ich mir da noch so ja, vorstelle an Projekten, Ideen. Da geht mir noch so ein bisschen was im Kopf rum, beschäftigt mich gerade. Und dieser Kanaltrailer, das wäre dann zum Beispiel ein Video, wo ich euch wirklich bitten würde, das weiter zu empfehlen und zu teilen, ja, damit darüber vielleicht neue Zuschauer auf mich aufmerksam werden und dann denken, Momentchen mal, der Typ tanzt ja wirklich ein bisschen aus der Reihe, der ist was Besonderes und der Typ gefällt mir, wie er das so macht. Ne? Schauen wir mal. Ein bisschen möchte ich aber auch ja so dieses Underground-Image mir bewahren, auch ein bisschen teilweise bewusst so als Stilmittel einsetzen. Ich hatte es ja gerade angesprochen, so ein Let's Read zum Beispiel, dass ich also wieder was vorlese. Das wird immer so ein bisschen versteckt sein im Let's Showplay Minecraft, so eine Sachen. Ja, da möchte ich einfach auch meinen eigenen Weg weiter verfolgen. Schreiben am besten hier per PN auf YouTube, das überwache ich ja ständig. Skype oder ähnliches bin ich sehr selten zu erreichen. Und die Sache ist, wenn man schreibt, muss man vorher drüber nachdenken, was man alles schreibt. Und das ist meistens effektiver, als wenn man so palabert. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in Skype oder sonst wo einfach nur über Sachen redet, redet man drüber, wunderbar. Aber es kommt halt relativ selten was dabei raus, weil sobald man drüber gesprochen hat, fällt es hinten runter. Ja, eine PN oder sowas, ein Text, das ist eine Sache, die kann man sich beiseite packen, später mal vorholen, nochmal drüber nachdenken, sich Notizen dazu machen und so weiter und so fort. Damit kann man sehr viel effektiver arbeiten. Ja, deswegen ruhig hier in den Kommentaren sich auch zu sowas äußern. Dann können nämlich auch andere gleich mitdenken. Nur mal so als Anregung. Ne? Ja, habe ich ja auch geschrieben. Kontakt am besten PN via YouTube oder eben halt auch Kommentar. Im Kommentar als Anregung schreiben, wenn ihr da Ideen habt, damit nämlich auch andere gleich dazu was beitragen können und sagen können, ja, hurra, finde ich eine tolle Idee. Ja, oder eben sagen, weiß ich nicht so, wie man das machen soll oder da gibt es vielleicht das und das Problem oder so, na, dass man da diskutieren kann. Ich freue mich ja immer, wenn bei mir in den Kommentaren ja, so richtig schön positiv was los ist, dass da mit Niveau diskutiert wird, Ideen entwickelt und diskutiert werden und so eine Sache. No? ja, hier haben wir es nochmal mit den Schiffen. Oliver 7290 glaubt hier, nee, O'Neill, Entschuldigung, dass die Schiffe sich im Hafen selber reparieren. Das werden wir testen. Ich glaube, in der ersten Session habe ich bis Folge, oder die ersten Sessions habe ich bis Folge 29 aufgezeichnet. Wenn ich dann jetzt hier Folge 30 aufzeichne, das wird demnächst passieren, dann werden wir das mal testen, ob sich die Schiffe bestätigen. Ich kann es aus meiner Spielerfahrung her nicht bestätigen. Deswegen werden wir das einfach mal live testen. Ne? Die Probe aufs Exempel machen. Weiter geht's dann mit Folge 14. Zack, 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 zack. Ja, ach so, Folge 14 war dann die erste Folge mit Ingame-Sound. Den habe ich dann endlich dabei. Juhu, endlich mit Sound. Freut sich hier Obi-Wan Kenobi. Ihm gefällt das Let's Play wirklich sehr gut und das auch nach 14 Folgen. Das will dann schon was heißen. Erinnert ihn an ein paar Spiele, die er früher selber gespielt hat. Ja, das ist halt bei den Retro-Games. So, Aragorn freut sich hier einfach. Epic Film Music macht einfach nur Spaß zuzuschauen. Danke. Das Spiel macht echt Laune. Stimmt. Obwohl das Gameplay ja recht einfach ist und nicht viel auf dem Bildschirm passiert, wie er schon Maupi angemerkt hat, zu Recht angemerkt hat, es ist trotzdem was dabei, dass das Ding Spaß macht. Ne? Auch Sushi freut sich hier über die neue Folge mit Ingame-Sound. Endlich vervollständigt er die Atmosphäre. Dafür gibt es auch für den Kommentar gleich zwei Daumen hoch. Richtig so. Weiter geht's. Folge 15. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ne? Bis Folge 25 möchte ich ja hier kommen. Wir werden angegriffen. Juhu, kriege ich mal wieder aufs Dach. Aber, jo, macht sie Platz. Macht sie platt. Obi-Wan Kenobi. Sehr schöne Rache für die Kriegserklärung, die ich hier in der Folge
ja, gemacht habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was da passiert ist. Schaut einfach mal rein, schaut es euch gegebenenfalls nochmal an, wenn ihr da auch auf den Stand kommen wollt. Christiania, war ich dann zum Schiffe einkaufen vielleicht? Kann sein. Ja. Und irgendwo haben wir uns dann wieder gefetzt, glaube ich. Ja. War das ein Schiff gegen Schiff-Gefecht? Ah, ich glaube, ja, weil mir die Franzosen einen Krieg erklärt haben, habe ich einfach mal ihren Heimathafen angegriffen und das Fort ein bisschen zerbombt. Allerdings den Hafen nicht erobert, glaube ich. Sowas in der Art. No. Entschuldigung. Ja, ich muss mal wieder einen Schluck trinken, während wir hier weitergehen zur Folge 16. Söderle. Ja, richtig, ne? Da haben wir es. In der letzten Folge hatte ich die Franzosen deren Hafen angegriffen. Und vielleicht sind sie dann für Friedensgespräche, Verhandlungen offener. Ne? Ich habe ja schließlich noch die Portugiesen. und kann nicht überall sein. Das korrigieren wir mal gleich. Ne? Machen wir hier mal einfach so live. Zack. 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 Na, nach dem Motto, wo ich bin, herrscht Chaos. Leider kann ich nicht überall sein. Na? Okay, auf Videoseite ansehen. Komm schon, Kiste, mach hin hier. So. Acht Kommentare. Vier, okay. Ach so, die Daumen, acht positive Bewertungen. Deinser hat das Spiel endlich auch mal zum Laufen gebracht. Bedankt sich hier für den Tipp. Im Auftrag, die gejagt werden soll, im Auftrag dann sichtbar ist. Schiffe reparieren sich von alleine, musst du nicht alles versenken. Wie gesagt, das mit dem Schiffe reparieren kann ich so nicht bestätigen. Hat bei mir nie geklappt. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Ja. Und Flotte, die gejagt werden soll, im Auftrag dann sichtbar ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht, was du damit meinst, aber schauen wir mal. Hier habe ich es ja dann auch geschrieben, ne? Bis in Folge 29 hatte ich damals aufgenommen. Und bei ihm reparieren sich die Schiffe alleine Runde für Runde, auch bei der Fahrt. Aha. Ja, dafür habe ich nicht das Problem, dass mir in der Schlacht einfach die Schiffe untergehen. Es sind vielleicht unterschiedliche Patches-Versionen. Ja. Gut, dass man dazu eine Antwort kriegt nach all den Jahren oder was findet. Ne? Ach so, hier habe ich ja. Ne? Ich habe meine Version von der FCD PC Spiele Power. Und vielleicht ist da irgendwie was gepatcht. Gut, mehr hatten wir dazu nicht in dieser Folge. Auch gut. Weiter geht's mit Folge 17. Und zwar Business as usual. Und da kommt einfach einer daher und stellt das Universum auf den Kopf. Wird hier mir wieder mein Heimathafen geklaut oder sowas? Ich weiß es nicht so recht. Reykjavik wäre auf Island. Da gibt es keinen Hafen auf der Karte. Der einzige Hafen in Skandinavien ist Christiania. Ja. Und was haben wir hier? Also hast du bereits alle entdeckt? Fragen wir doch. Ja, keine Affäre. Klausurenphase. Ich hoffe, da bist du inzwischen heil durchgekommen. No. Weiter geht's. Folge 18. Wir kommen jetzt hier im Eiltempo durch. Magst du eigentlich Spiele mit einem gewissen Wirtschaftsfaktor? Fragt hier Seeker Snake. Wenn ja, Patrizia-Reihe, Port Royal. Patrizia-Reihe habe ich, glaube ich mal, vor Jahren reingerochen in einen der ersten Teile, Patrizia oder Fugger. Port Royal habe ich nie gespielt, keinen Teil. East India Company geht da schon in die Richtung, wie hier Herrscher der Meere, einfach auf dem aktuellen Stand. Ist aber Echtzeit, ist nicht mein Fall, genauso wie, was weiß ich, die Anno-Serie zum Beispiel. Mit Echtzeit habe ich irgendwie einfach meine Probleme, dass ich da nicht so gut zurechtkomme, weil ich nie da bin, wo irgendwas passiert.
oder immer die Angst habe, irgendwas zu verpassen. Ja, weiß nicht, das Echtzeit liegt mir ehrlich gesagt einfach nicht so. Das Rundenbasierte, das ist eher so mein Fall, da kann man sich richtig schön darauf konzentrieren, was man da machen will. Und liegt mir einfach eher vom Gameplay. Kadra oder Kidra fasst es hier ganz kurz und treffend zusammen. Frühstück, Dutch mit 64 gleich. Perfekter Morgen. Ist vielleicht eine Gleichung, die nicht jeder Mathelehrer versteht. Aber trotzdem danke dafür. So, weiter geht's. Folge 19. Haben wir hier einen Kommentar von RIP Multigaming 20. Okay. Er empfiehlt mir, die Dreierkanonen mitzunehmen. Die haben nämlich höhere Reichweite und eine stärkere Wirkung. Aber wenn man es dann richtig anstellt, kann man den gegnerischen Kugeln ausweichen. Und meine Schiffe schießen aus großer Reichweite die anderen zusammen, ohne selber getroffen werden zu können. Guter Tipp. Teilweise habe ich das auch schon umgesetzt, indem ich halt auf der Galeone dann, kommt ja in den späteren Folgen dann nochmal, dass ich da Zweierkanonen drauf habe und eben vor den anderen feindlichen Schiffen erstmal mit einer Brigg oder einer Korvette hin und her fahre, so dass Feuer auf mich ziehe und die anderen, die großen Schiffe, machen dann von hinten aus der Reichweite richtig Druck drauf. Ja. Der Nachteil bei den Dreierkanonen, die haben aber eben, ich sag's hier ein bisschen spitz formuliert, dasselbe Problem wie Konsolenspiele, nämlich die Ladezeiten. Das heißt, bis die dann wieder mal feuern, dauert das ziemlich lange. Leider. Ja. Auch wenn so eine Galeone richtig schön mit Dreierkanonen bestückt, so ein leichtes Schiff, so eine Korvette oder eine Brigg oder eine Flöte einfach mal mit einer Breitseite durchaus aus dem Wasser blasen kann, dauert das halt entsprechend, bis die Jungs dann wieder nachgeladen haben. Können wir aber auf jeden Fall mal testen, ne? Die Zeit wird sich dafür sicherlich ergeben. Ja, und das Wortspiel hier mit den Konsolenspielen ist auch schön bei euch angekommen. Zwei Daumen hoch dafür. Da teilt jemand mein Humor. Die Männer und sein Sklavenhandel. ja, schöner Kommentar hier von Black Lab. Einfach mal in die Zeit zurückversetzen. Ne? Damals war Sklavenhandel durchaus üblich. Nicht nur in der europäischen Welt oder Kultur, sondern auch im arabischen, islamischen Raum, also auf der Ostseite Afrikas, da haben die Araber massiv auch mit Sklaven gehandelt, auch im Mittelmeerraum. Natürlich alles dessen, was sie da habhaft werden konnten. Dran denken, wir schreiben das Jahr 1400 und, nee, 1600 und, ja. Also Erklärung der Menschenrechte, sowas, das lag alles noch in weiter Zukunft. Ja, Zeitalter der Aufklärung steht uns da ja auch noch bevor. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das Spiel so weit läuft. Ja. Und ja, er hat sich hier schon vorher Snickers geholt, weil es mal wieder etwas länger dauerte. Obwohl die Folge, ja, 23 Minuten für dieses Let's Play mit eigentlich einer Folgenlänge von um die 15 Minuten, doch Überlänge, auch wenn es weit entfernt ist von meinem normalen Folgenlängen beim Let's Showplay Minecraft. Aber das ist ja in dem Let's Play hier beabsichtigt, dass das halt Viertelstunden Folgen sind. So, ja, Folge 20. Die Spanier kriegen vor Cadiz eine Lektion erteilt und lernen tatsächlich etwas. Das heißt, ja, es gibt ein Gefecht und einen Friedensschluss. Kidra meldet sich hier nochmal. Schade, dass die Videos so wenig Views haben. Ja, schauen wir mal. Danke für das tolle LP. Und er freut sich schon auf die nächste Folge. Data Dina? Wie man es ausspricht, kann sich dem da nur anschließen. Mit fünf Ausrufezeichen. Halleluja. So, Folge 20 haben wir dann schon. Folge 21. Weiter geht's. Schön knapp über 100 Aufrufe. Obwohl das Geld wieder mal knapp wird, bin ich mit den Spaniern noch nicht fertig. Die haben die Lektion doch noch nicht so gleich gelernt. Aber Black Lab freut sich hier über diesen inkompetenten Schreihals, also die animierte Figur, die hier immer wieder auftaucht. Das heißt, nee, nicht ihn hier, sondern während der Schlachten
werden ja immer, wenn ich das Schiff umsteuere, Kommandos gebrüllt. Na, hier diese Situation, da werden halt die Kommandos bestätigt. Ich spiele das mal kurz ein. Ja, da habt ihr dann gehabt, ne? Ruder hat Backbord und das Schiff dreht aber Steuerbord und so eine Sachen. Ne? Reff die Segel an die Kanonen, Halleluja, Pipapo. Ist einfach schöne Stimmung, ne? Kann man genießen, sehr schön. Ja. Mitgeschleppt, jawohl. Dann, trotzdem, wenn das, ja, jawohl, dann geht es hier nochmal um den Handel. Da habe ich in Cadiz gerade 3 Tonnen Waffen gegen 4 Tonnen Alkohol eingetauscht. Mit den Waffen hätte ich mehr Geld gekriegt, richtig. Aber ich wollte erstmal nach vor Dings hier an die afrikanische Küste. Haben wir hier nochmal die Karte? Ah, mein Gott, ist schon lange her, dass ich das aufgenommen habe. Also hier nach Afrika, wo ich erstmal den Alkohol verkaufen will. Die Tour, auf der ich dann nach Para komme, wo ich richtig gut Geld für Waffen kriege, die kam dann später. Deswegen habe ich die Waffen erstmal in Spanien quasi zwischengelagert. Ja. Die Waffen haben aber keinen berauschenden Effekt, sagt hier Sneaker Snake. Wunderbar. Klar verdient man mit Waffen mehr. Kommt immer drauf an, wo man sie verkauft. Man muss sie dort verkaufen, wo sie begehrt sind. Und das ist in dem Fall im Spiel eben Para und nicht hier in Westafrika vor. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Stadt heißt, erstaunlicherweise. Ich muss da wieder mal spielen, damit ich da wieder reinkomme, richtig? Weiter geht's hier jedenfalls mit Folge 22. Ups, so, Ton weg. So. Jawohl, Cadiz haben wir erobert, den Heimathafen der Spanier. Ich habe ja so eine weitere Basis in Europa. Und die Spanier sind zur Vernunft gekommen. Eine frisch absolvierte Mission spült Geld in die Kasse. Herz, was willst du mehr? Es geht mir also in dieser Folge hier richtig gut. Trotzdem ein böser Cliffhanger am Ende. Ja, ihr kennt mich doch nur. Na, ich muss euch doch bei der Stange halten, wenn ihr das schon nicht von alleine tut. Weiter, Folge 23. Ja, reichlich Geld in der Tasche, geht es erstmal aufs Einkaufstour. Kein Kommentar. Okay, aber wir haben ja auch noch nicht allzu viele Leute, die Folge gesehen haben. Vielleicht kommt das ja noch in den nächsten Tagen. Und dann sind wir auch schon bei Folge 24. Das sind, glaube ich, schon die Folgen aus der Zeit, wo ich mit dem Let's Showplay Minecraft ein bisschen pausiert habe. Na, vielleicht kommt der andere, eine oder andere da mit dem neuen Rhythmus nicht so zurecht. Aber hier haben wir wieder schöne Kommentare. Ein großartiger, ruhmreicher Kampf, den du völlig verdient gewonnen hast, schreibt hier Obi-Wan Kenobi. Genau, wir nehmen in dieser Folge einen Piratenhops, der sich in Para einquartiert hat. Und ja, Diablo 1 Let's Play läuft schon. Am Ende Renderfehl müsste ich mal nachgucken. Trotzdem tolle Folge. Danke dafür. 5 Kommentare, da ist meine Videoantwort dabei. Wo sind denn die anderen? Ich sehe hier nur 4 Kommentare mit meiner Videoantwort. Was ist da ein YouTube-Bug drin? Ach so, einer hat seinen Kommentar wieder gelöscht. Deswegen wird er hier trotzdem gezählt. Egal. Folge 25. Gerade mal 2, 3 Tage alt. Oh, 5 Tage, also eine Woche. Okay. Auf geht's. Jubiläumsfolge quasi sozusagen als Folge 25. Aber nichts Besonderes soweit. Handel und Wandel. Wir sind da recht gut unterwegs. Die Franzosen wollen endlich auch mit uns handeln. Und die zweite Beförderung kriege ich hier verpasst, vom Handelsherrn zum Kapitän. Jawohl. Obi-Wan Kenobi gratuliert hier zur Beförderung. Wie viele Stufen gibt es eigentlich? Fragt er bei der Gelegenheit. Hier haben wir es, ich habe es mal rausgeschrieben. Der Vorteil bei diesen alten Spielen ist nämlich, dass man in die
Spieldaten recht gut reingucken kann teilweise. Die Rangliste hier zum Beispiel liegt einfach als Klartext, als Textdatei vor, mit anderen Texten, die im Spiel vorkommen und so weiter. Das ist schon schön. Also Kaufmann, damit habe ich angefangen. Handelsherr, da bin ich befördert worden. Kapitän bin ich inzwischen. Und dann stehen uns noch bevor die Beförderung zum Baron, dass ich also in den Adelsstand erhoben werde. Dann Herzog, Admiral, Vizekönig und schließlich Herrscher der Meere. Ich habe das Spiel aber bisher immer meist früher beenden können, indem ich einfach die KI-Gegner geplättet habe und aus dem Spiel rausgeschmissen habe. Das ist jetzt eine Frage, ob ich das auch im Let's Play so machen soll oder so mache. Werde ich euch aber, glaube ich, direkt nochmal im Let's Play selber, vielleicht Folge 30, zur Abstimmung darüber auffordern, wie ich dann so weiterspiele, ob wir wirklich alle Level, alle Ernennungen erreichen wollen, oder ob wir uns darauf konzentrieren, einfach die Gegner platt zu machen, was eigentlich ja in der Situation, in der ich vom Spielstand her momentan bin, zu machen ist. Na, ich stelle mir einfach eine schöne Kampfflotte zusammen und dann hole ich mir deren Heimathäfen. Da sind die dann recht wehrlos und scheiden halt recht schnell aus, weil sie halt keinen weiteren Einfluss mehr auf das Spielgeschehen haben können. Da ist das Spiel übrigens auch recht intelligent. Du musst also einen Computergegner nicht bis zum Letzten fertig machen, bis dessen letzte Einheit da weggeputzt ist, sondern das Spiel erkennt schon relativ gut, wann ein Computerspieler halt keine Chance mehr hat, auf das Spielgeschehen Einfluss zu nehmen. Das heißt, irgendwie da wirklich noch was zu reißen. Ja, und dann gibt die KI dann auch entsprechend auf. Ist heute, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Beziehungsweise in heutigen Spielen, ne, die Computergegner, die muss man meist richtig fertig machen. So von alleine geben die nicht auf, auch wenn sie schon keine Chance mehr haben. So alleine von wegen materieller Überlegenheit oder sowas. Ja, schauen wir mal, in welche Richtung wir das Spiel dann spielen. Das geht dann in Folge 30. Denke ich mal, da werde ich euch vor die Entscheidung stellen, wie es da weitergehen soll mit dem Let's Play Herrscher der Meere von der Spielweise her. Na, ob wir wirklich versuchen, einfach mal hier alle Ränge zu erreichen oder eben das Spiel gewinnen, indem wir alle Gegner platt machen. Sprich, gewinnen wir, weil wir der Beste sind, oder gewinnen wir, weil wir der Letzte sind, der übrig ist. Na? Deinser freut sich hier wieder, endlich mal wieder eine Folge, aber warum segelst du nicht mal nach Südamerika? Kaufst du ein paar Edelsteine? Er meint hier Edelmetall. Kann man sehr gut in Portsmouth wieder mit viel Profit verkaufen. In Portsmouth begehrt und mit guten Preisen ist Baumwolle und doch, ich glaube Edelsteine tatsächlich. Müssten wir mal im Spiel gucken. Weil ich mach's erstmal nicht, weil die Fahrt nach Südamerika einfach sehr viel länger dauert als hier mein Handelsdreieck. Da fahre ich immer schön richtig im Kreis, komme richtig auf Touren und schlage einfach viel mehr Waren um, als wenn ich hier jedes Mal runterfahren müsste. Ja, Pi mal Daumen überschlagen. Ja, eine Tour von Portsmouth runter nach Südamerika zu den Edelmetallen, wo ich ja auch noch keine Produktionsstätten habe, die ich also teuer einkaufen muss. Wohlgemerkt, ja. Und die auch niedrige Produktionszahlen haben. Das heißt, bis so eine Tonne Edelmetall fertig ist, dauert das eine Weile. Und ich brauche viele Produktionsstätten, damit ich dann also wirklich mal eine richtige Schiffsladung zusammenkriege von dem Zeug. Aber runterfahren, das Zeug abholen und wieder hochfahren, ja, während einer solchen Tour schaffe ich hier auf meinem Handelsdreieck glatt zwei Umläufe. Na, verdiene damit also auch kräftig Geld und habe hier den Vorteil, ich habe meine Schiffe eigentlich immer in dem Bereich, wo was los ist. Na, sprich relativ häufig halt eben auch im Bereich meiner Heimathäfen. Ja, sodass ich da notfalls dann eben auch noch irgendwo schnell mal eingreifen kann. Na, wenn die Schiffe hier unten sind, in Lima oder Valparaiso, und ich brauche sie hier im Mittelmeer, dann habe ich natürlich die Arschkarte gezogen. Ja. Aber
Kommt noch, wir fahren schon noch nach Südamerika und holen da Edelmetall. Ja. Mehr hatten wir hier nicht. Gut, dann nehmen wir doch gleich auch einfach mal die letzte Folge mit, die Folge 26. Zack, 41 Aufrufe bisher. Ja, übliches Geschäft, ne? Flotten dirigieren und erweitern, Produktionsstätten kaufen. Jede Menge Routine möchte man meinen. Es kommt aber noch anders. Haha, ne? Obi-Wan Kenobi freut sich hier. Wieder schöne Folge. Ja, da hast du ordentlich verdient. Richtig auch. Und versenke ein paar Franzosen für uns mit. Machen wir. Für Flashstar ist diese Folge sogar ein Grund, bis morgens um 6:30 wach zu bleiben. Halleluja. Also ich dachte bisher immer, ich bin eine Nachteule, aber das hier, puh. Ja, da seht ihr es mal wieder. Es muss sich lohnen, wenn jemand dafür bis um 6:30 morgens wach bleibt. Muss diese Folge gut sein. Schaut's euch an. Ja, soweit also das gute Zeilen, schlechte Zeilen zum Let's Play Herrscher der Meere. Wir werden das Let's Play natürlich fortsetzen. Es wird dann dazu auch nochmal ein weiteres gute Zeilen, schlechte Zeilen geben, wo wir die Kommentare durchgehen. Aber das alles wird in der Zukunft passieren. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.